Hallöchen, heute gucken wir uns mal die GK 36K Tournament Pudding Edition an in Onyx White, die SPC Gear mir netterweise zur Verfügung gestellt hat mit den Kale Brown Switches. Ich würde sagen, gehen wir erstmal ins Unboxing rein. So, hier haben wir auch schon die GK 36K Tournament Pudding Edition in Onyx White. Hier sieht man schon mal das Logo. Und ja genau, wie ihr seht, der Name hier, Pudding Keycaps, ganz nach dem Namen. Und ja, es sind halt keine besonders krassen Keycaps. Pudding ist halt so ein Mix aus ABS und PBT. Und naja, ich kenne jedenfalls keine guten Pudding Keycaps. Die meisten sind so, ja, okay von der Qualität her. Aber die sind okay. Hier ist zum Beispiel jetzt so ein kleiner Mold-Fehler. Aber das kann bei allen Keycaps mal passieren. Und naja, die Tastatur kostet auch nur um die 50 bis 60 Euro. Also ja, was soll man da an super krassen Keycaps erwarten? Ich habe jetzt hier die GK 36K mit Brown Switches. Das sind die von Kale, also die Tactiles von Kale. Die bekommt man gerade für um die 72 Euro. Ich verlinke euch mal einfach alle Versionen in der Beschreibung. Dann gibt es noch die mit Kale Blues, also die Clickies und Tactiles für 65 Euro ungefähr und die Kale Reds, also die Linears, für 65 Euro ebenfalls. Da ich nicht so der Tactile-Fan bin, würde ich euch natürlich auch eher, also würde ich eher die Linears nehmen. Was ihr nehmt, ist natürlich euch selber dann geschuldet, das muss ja jeder selber entscheiden. Aber ich bin einfach nicht so der Tactile-Typ. Ich werde natürlich das Review trotzdem objektiv machen und nicht subjektiv, deswegen, ja. Erstmal zu den Specs. Die GK 36K Tournament Pudding Edition ist TKL. Das sieht man bei den SPC-Tastaturen am Namen. 630 ist TKL und 650 ist Full Size. Die haben auch nur 650, also die GK 650K müsste es auch mit Pudding Keycaps geben. Und die hat dann noch so ein Detachable Wrist Rest, also Handbeinablage. Auch eigentlich ziemlich nice, weil die magnetisch ist. Dann die Switches, wie schon gesagt, sind von Kale. Das sind die Kale Browns. Ganz normale Light Tactiles. Naja, Tactile kann man sie nicht wirklich nennen, weil es ist kaum Tactility da. Aber sie sind Tactiles, wie Browns also sind. Genau, ist natürlich TKL, das heißt Numpad haben wir hier nicht. Wer es braucht, kauft sich halt die GK 650K, wenn man das von SPC Gear dann haben will. Und ja, also die Gehäusefarbe ist erstmal, oben ist das Silber, ist das Aluminium und unten Weiß. Können auch mal eben unten reingucken. Wir haben hier einmal einen Switch, einen Keycap Puller. Weil es ist ja leider kein Hotswap, also das hat er schon mal dabei. Dann haben wir hier noch vier Feeds, die man ausfahren kann. Zwei kleine, zwei große. Und dann hier, das finde ich ziemlich gut. Hier hat man drei Kabelkanäle, so gesagt, wo
wo man das USB-C-Kabel, was hier reinkommt, durchführen kann dann. Also, ja, da gibt es so viele Tastaturen, die das haben. Und wenn man es schon mal hat, dann, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Loch im Schreibtisch hat und das, sagen wir mal, rechts ist, dann nimmt man halt das hier und tut das dann dadurch, wo auch immer das einfach dann ein cleaneres Setup haben kann. Wireless ist ja leider nicht, aber das ist bei dem Preispunkt auch nicht verwunderlich. Also ja, wir haben auch so ein schönes Design, hier noch so ein geriffeltes SPCG-Logo bzw. ein halbes und hier noch ein paar Dreiecke. Hier natürlich haben wir noch so Wegrutsch-Stopper, hier unten noch. Und dann drehen wir sie mal wieder um. So, Keycaps sind wie gerade auch schon gesagt, aus PBT und ABS sind halt Pudding-Keycaps, sind oben weiß, unten transparent bzw. milky. Und ja, es ist Double Shot und hört und fühlt sich relativ okay an. Oben fühlt man nicht so viel Widerstand, wenn man darüber streicht. Und ja, ich hatte sie jetzt auch mal ein paar Wochen in Benutzung aktiv. Und bisher muss ich sagen, es ist gar kein Schein zu erkennen. Das ist auch je nachdem, ob oben PBT oder ABS ist, ist es auch relativ normal, wenn da oben PBT ist, weil PBT braucht einfach viel, viel länger zum Scheinen. Jedenfalls, wenn es keine super schlechten PBT-Sets sind. Ja. Und dann haben wir hier einmal das Kabel. Das ist 1,8 Meter lang und hat USB 2.0. Hier habt ihr einmal, es ist natürlich so goldplated, und hier oben ist so ein Noppen, damit ihr wisst, dass man das so rum reinstecken muss, also diesen Noppen nach unten, und der rastet dann quasi ein. Also ihr merkt dann noch easy, wenn das fertig ist, also wenn das richtig drin ist. Das ist ganz gut. Dann wieder zu der Tastatur. Wen es interessiert, sie ist 361,5 mal 42,5 mal 144 mm groß und wiegt fast ein Kilo mit 915 Gramm. Da das aus Aluminium ist, ist es natürlich relativ schwer, das ist aber klar. Es fühlt sich aber dadurch auch wertiger an. Denn das Case an sich fühlt sich ziemlich hochwertig an, muss ich sagen. Hätte ich für den Preispunkt auf jeden Fall noch nicht erwartet. Und ja, Keycaps sind qualitativ okay. Switches sind halt nicht so mein Typ. Da sehe ich Linears definitiv deutlich mehr in meinem Bereich. Aber wer Tactiles mag, holt euch die Browns. Wer Linears mag, natürlich die Reds. Und wer Clickies mag, kauft ihr gar nichts. Nein, kauft ihr Blues, aber naja, wer mag Blues? So, als nächstes würde ich sagen, gucken wir uns mal eben die RGB-Beleuchtung an. Ich switch da jetzt nicht durch irgendwelche Modi durch, weil, naja, das könnt ihr auch selber machen. Also, das RGB sieht eh gut genug aus. Und das kommt jetzt von jemandem, der kein wirklicher RGB-Fan ist, beziehungsweise, ihr seht hier auch, es ist eingerastet. Perfekt. So, dann könnt ihr hier das einmal, bam, und es haftet drin. Ihr könnt dran wackeln, passiert nichts. Jetzt seht ihr schon die schöne RGB-Beleuchtung. Beziehungsweise, naja, auf der Kamera sieht man es nicht so schön, aber man sieht hier schon an diesen Schwarzstreifen, wie die RGB-Beleuchtung da durchgeht. Durch das Pudding habt ihr dann natürlich unten die Beleuchtung. Sieht man es nicht so gut, weil es relativ hell ist, aber ja, es ist wirklich schon ziemlich, ziemlich schön. Also, wer RGB-Beleuchtung sehr gerne mag,
65 Euro hat und ja, einfach ein ganz gutes Keyboard will, was pre-built ist und man es aber nicht modden will. Beziehungsweise ihr könnt es, glaube ich, schon modden. Hier sind ja Schrauben und so. Also ihr könnt es auseinandernehmen. Foam und Tape Mod könnte wahrscheinlich gehen. Habe ich nicht ausprobiert. Würde ich auch nicht, weil na, es ist ein Pre-Build und die meisten Leute würde es nicht interessieren, wie man eine GK630K modelt. Ich habe dazu bis auch noch kein Video gesehen. Vielleicht mache ich mal eins. Falls es Leute interessiert, schreibt einfach mal in die Beschreibung. Sorry, in die Kommentare, falls ihr das was haben wollt. Aber ja, bisher sehe ich da noch keinen Nutzen von. Also ja, da würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Lasst ein Like da, abonniert, falls ihr mehr davon sehen wollt. Bald kann man noch einige weitere Reviews. Ich werde wahrscheinlich auch noch das SM59 Mikrofon von den von SPC Gear reviewen. Und das auch noch mit ein paar anderen Mikrofonen vergleichen, wie die Fifine-Mikrofone im ähnlichen Preisbereich. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst einen Kommentar da, guckt in die Beschreibung für die ganzen Links und adios.